Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder vielleicht auch angespielt. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Und zwar sind wir jetzt hier in Netherwinter. Ja, ich war lange mit mir am Hadern. Ich hatte mir auch einen Stream angeguckt, aber da konnte man sehr wenig hören. Es sei denn, man hat es bis zum Anklatsch aufgedreht. Also viele Leute haben es jetzt nicht im Stream gespielt. Dann habe ich ein Video von Gronkh gefunden, zufälligerweise. Da habe ich dann gesehen, dass die Qualität auch grafisch doch sehr viel besser ist von dem Spiel, als es halt in dem Steam, ja, als ich, dem Steam, als ich durch den Stream erwartet hatte. Und habe dann mal zwischendurch mit meinem Ex gesprochen, der hat das Spiel auch mal angetestet. Er meinte, es ist nichts für ihn, also es wäre wohl ja ein nicht ganz so guter Abklatsch von Teso. Wir schauen es uns trotzdem an, Dungeons and Dragons, also die Filme fand ich zumindest gut. Das Spiel oder die Spiele habe ich nie gespielt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt mit Neverwinter zu tun hat, sehe ich da oben gerade. Aber wir starten trotzdem mal ein neues Spiel. So, normalerweise würde ich sagen, ich nehme das, was ich immer nehme, aber ich gucke mir trotzdem mal die ganzen Sachen kurz durch für euch. Es gibt einmal die Menschen. Von allen zivilisierten Rassen sind Menschen die anpassungsfähigste und vielfältigste. Ihre Siedlungen findet man praktisch überall und die menschlichen Moralvorstellungen, Gebräuche und Interessen sind sehr variabel. Da hat man Rassenattribute, also ähnlich wie bei allen anderen Spielen auch, verbesserte Verteidigung. Und 3% auf einen beliebigen Attributwert. Was rede ich denn hier für Quatsch? Ich war schon wieder bei anderen Sachen am Gucken. Dann gibt es einen Halborg. Okay, ist ja mal interessant. Ich kenne jetzt nur die Orks. Halborgs verbinden die besten Eigenschaften der Menschen mit denen von Orks. Auch wenn so manch böse Zunge behauptet, dass es derer bei den Orks nicht gerade viele gäbe. Doch dank ihrer Ork-Vorfahren ist die meisten Halborks eine große physische Stärke und eine ungemeine Zähigkeit zu eigen. Sie sind wilde Krieger und unglaublich schnell auf den Beinen, wenn es gilt, sich auf den Feind zu stürzen. Also, Rassenattribute. Wilder Sturmangriff, 5% mehr kritischer Schaden. Ich fasse das jetzt nur noch mal kurz zusammen. Attributwerte plus 2 in Geschick und entweder plus 2 in Konstitution oder plus 2 in Stärke. Schneller Sturmangriff. Okay, Bewegungsrate wird um 10% erhöht, allerdings nur 3 Sekunden, das ist ja quasi gar nichts. Dann gibt es noch die guten Waldelfen. Könnt ihr euch ja selber durchlesen, da oben steht ja eigentlich jetzt nichts Interessantes drin. Attribute. Euer kritischer Trefferwert wird erhöht. Geschick und entweder Intelligenz oder Weisheit werden um 2 erhöht. Schritt der Wildnis. Eure Resistenz gegen Kontrollwirkungen, die euch verlangsamen, sind um 10% erhöht. Wäre wahrscheinlich dann ein guter PvP-Char, falls es hier PvP gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Oh Gott, hier gibt es so viele. Das sind dann wohl welche, die man... Diese Premium-Rasse ist als Teil des Rassenpakets. Okay, also das kann man, da kann man wohl noch Pakete kaufen, um hier zusätzlich noch welche zu holen. Wir bleiben dann erstmal bei den Standardsachen. Dann gibt es noch den Sonnenelf, der hört sich interessant an. Natürlich nur eine weibliche Variante. Ich meine, die Grafik ist ja so ein bisschen eher WoW-mäßig. Ist nicht so schön wie bei Teso, aber naja, das heißt ja nicht, dass uns nicht dieses MMO trotzdem Spaß machen kann. So, Rassenattribute. Innere Ruhe. Dank eurer inneren Ruhe und Gelassenheit. 2% erhöht Aktionspunkte zu gewinnen. Ja. Was auch immer das heißen mag. Wahrscheinlich ist das die Erfahrung oder so. Dann 2% auf Intelligenz, 2% auf Geschick und 2% auf Charisma. Was auch immer das jetzt heißen mag im Spiel. Resistenz gegen Kontrollwirkung um 10% erhöht. Gibt es ja auch normale Sachen, die man jetzt gut verwenden kann mit Magier. So, der Zwerg, da könnt ihr euch die Sachen jetzt auch schon mal eben durchlesen.
Standfestigkeit, Resistenz gegen Wirkung. Achso, wenn niedergestoßen oder weggedrückt wird, ist um 20% erhöht. Okay. Dann 2 Punkte wieder auf Konstitution und entweder Stärke oder Weisheit. Okay, und die Verteidigung ist um 2000 erhöht. Also der Zwerg ist wohl so ein kleiner Tank, so wie es aussieht. Halbling, da gucken wir mal eben hier oben. Steht leider nicht drin, was das für Halblinge sind. Okay, gucken wir halt nicht. Also, schnelle Reaktion. Robustheit wird erhöht. 2 Punkte auf Geschick oder, also, und entweder Charisma oder Konstitution und Resistenz von 10% gegenüber Kontrollwirkungen. Halbelf, okay. Menschen und Elfen. Laienwissen gewährt euch +1 auf einen Wert. Der Bonus wird automatisch durch eure Klasse bestimmt, okay. +2 auf Konstitution, +2 Charisma, 2 Weisheit. Kritischer Trefferschaden und Goldbonus sind jeweils in 1% höher als die anderen Rassen. Ja, Halbelf hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an, da es ja keinen ganzen Elfen gibt. Tiefling, das sieht so böse aus. Ich sehe auch gerade. Okay, die haben alle verschiedene Zeichen. Okay, das sind jetzt keine, wie nennt sich das jetzt? Verschiedene Zugehörigkeiten. Ich komme gar nicht auf das Wort. Wo die dann gegeneinander kämpfen. Also ich schätze mal, es ist wirklich kein PvP hier drin. Ihr fügt Zielen, die über weniger als 50% ihrer Trefferpunkte verfügen, 5% zusätzlichen Schaden hinzu. +2% auf Charisma und Konstitution oder Intelligenz. Wenn ihr Schaden erleidet, besteht eine Chance von 10%, dass ihr dann um 2,5% den Schaden verringert. So verstehe ich das jetzt. Klingt auch ganz gut, sieht aber scheiße aus. Dann gibt es noch Dunkelfeuer. Der sieht gar nicht mal so schlecht. Draw heißen die. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Dunkelfeuer. Wenn ihr einen Gegner angreift, habt ihr eine Chance von 5%, diesen 4 Sekunden lang mit Dunkelfeuer zu belegen. Verringert die Verteidigung des Ziels um 2000. Das ist schon mal schön. Dann jeweils wieder 2 Punkte drauf. Ihr verfügt außerhalb des Kampfes um eine erhöhte Trefferpunktregeneration. Was heißt das? Keine Ahnung. Also ein Draw würde mich auch noch reizen. Ich nehme jetzt erstmal den Halbelfen. Keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Ich werde den Charakterklasse. Okay, Kleriker kenne ich jetzt nur von dem alten Spiel Loom. Also, es gibt den Schurken. Der Schurke ist ein Meister der Verstohlenheit. Tödliche Präzision, greift aus dem Schatten an, also die normalen Assassinen halt. Abrollen, gleißende Klinge. Achso, das sind die Angriffe. Kleriker macht sich die Macht seiner Gottheit zunutze, um Verbündete zu heilen. Heilendes Wort, ausweichen, geweihter Boden. Okay, hat er jetzt gar keine Angriffe oder was? Es scheint ein Heiler zu sein. Magier, das passt wieder sehr gut zu mir. Teleportieren, auflösen, Eismesser. Okay. Für einen Magier ist Wissen der Schlüssel und mächtige Waffen aus Eis, verheerende Gewitter. Magier sind auf das Verursachen von Schaden spezialisiert. Ach, das habe ich eben gar nicht gelesen. Schurken auch auf Schaden. Kleriker. Auf Stufe 30 können Kleriker sich auf die Heilung von Verbündeten oder das Verursachen auf Schaden spezialisieren. Okay. Waldläufer ist natürlich auf Schaden. Das sind die Bogenschützen. Bogenschütze würde ich vielleicht auch mal einen machen, je nachdem, wie sehr mir das Spiel gefällt. Dann der Hexenmeister. Ach, das sind nur Vampire. Auf Stufe 30 können Hexenmeister sich auf Heilung oder Schaden spezialisieren. Paladin ist dann vermutlich genau. Ah, kann sich auf Stufe 30 auf Heilung oder auf Tanken spezialisieren. Okay. Der Barbar. Auf Stufe 30 können sich Barbaren auf das Tanken oder auf Schaden spezialisieren. Also normaler Zweihandkämpfer, so wie es aussieht. Dann der Kämpfer, den hat mein Ex sich ausgesucht. Auf Stufe 30 können Kämpfer sich auf das Tanken oder auf Schaden spezialisieren. Ich mache aber das, was ich immer am liebsten mache, und zwar den Magier.
Ich hoffe, dass ich was bekomme, womit ich mich auch mal heilen kann. Ich weiß es nicht, ich glaube es eher nicht, aber ja, probier mal einfach mal aus. So, ein Magier nutzt aus Intelligent und Charisma den größten, zieht aus Intelligent und Charisma den größten Nutzen. Stärke 8, Konstitution wird erhöht, Geschick 12. Achso, jetzt können wir mal gucken, was das ist. Stärke ist ja klar. Konstitution, achso, ist Ausdauer, Gesundheit und Lebenskraft. Ah, okay. Geschick, Hand-Augen-Koordination, Agilität, Reflexe, Gleichgewicht. Also kritischer Schaden und Bewegung wird dann unterstützt. Intelligenz, wie schnell der Charakter lernt und schlussfolgert. Magischer Schadenbonus und auch Kontrollbonus, okay. Weisheit, Kontrollresistenz und gewirkte Heilung. Ist aber gar nicht so schlecht, ist immer noch 14. Charisma ist erhöht. Gefährteneinwirkung, ich habe gar keine Gefährten. Wiederaufladetempo. Charisma gibt es an, wie stark Persönlichkeit, Führungswesen und so weiter und so fort. Okay. Voreinstellung oder anpassen? Ah, okay. Ich werde dann hier mal ein bisschen durchschauen. Meinen Charakter erstmal, ja, meinen Wünschen anpassen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir nun wieder zurück. Also, ich habe jetzt meine Magierin so eingestellt. Achso, Rüstung verbergen hätte ich auch machen können. Ja. Also, sie sieht halt normal aus vom Körper her. Ich könnte jetzt auch noch schlank einstellen, aber das sah so unheimlich dürr aus irgendwie. Das sieht so dürr aus. Obwohl, naja, ohne Rüstung wirkt das doch irgendwie ein bisschen besser in Form, glaube ich. Weil mit Rüstung sieht es irgendwie beides ein bisschen, also das sieht irgendwie so ja, komisch aus. Ich habe das jetzt so erstmal gelassen. Ich habe jetzt hier gerade so auf die Schnelle nichts gefunden, wo man sich selber größer machen kann. Also denke ich mir mal, dass, ja gut, die Armlänge, die Beinlänge könnte man jetzt theoretisch größer machen. Aber das lasse ich jetzt erstmal so. So, Charakterherkunft, Mondscheininsel, Nordlandkrieger, Dörfler. Okay, ich bleib mal auf Nordlandkrieger. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich sind das nur die Gebiete, wo man da miteinander spielen kann oder so. Ja, bis auf meinen Ex kenne ich eh niemanden, mit dem ich da spielen könnte. Und ja, er spielt es halt nicht gerne. Also ist es mir auch relativ egal, wo ich hier starte. Jetzt schaue ich mal eben. Götterglaube ist der Gott der Sonne und der Zeit. Seine Kirche lehrt, dass er immer wieder starb und geboren worden ist. Kampf gegen Untote. Dazu gehören Bauerndorfbewohner ein Leben nahe der Welt, Leben nahe der Natur und Ruinen. Das hört sich schon mal gut an. Begnadeter Krieger aus dem Blut, das er in seiner epischen Schlacht gebar, er die Elfen. Okay, das ist mit Sune. Die Göttin der Schönheit und der zärtlichen Gefühle. Sie wird von Künstlern, Liebhabern und Kavalieren verehrt. Das ist doch was für mich. Trotzdem. Okay. Tempus ist dann die Zeit. Ach, Selyne ist abgeleitet von Selene, Göttin des Mondes. Ja, dann ist das natürlich meine Göttin, weil ich heiße ja nicht umsonst überall Mondgöttin. Also überall, wo noch mein alter Name halt eben drin ist. Jetzt hoffe ich nur, dass mir nicht einer meinen Namen, geklaut hat. Gameplayerin. Genau, nein, nicht zufällig. Abenteuer beginnen. Ah, perfekt. Ich kann meinen Namen gebrauchen.
Dürfte ich empfehlen, in Deckung zu gehen. Schlecht. Macht sie auf euch aufmerksam. Kleriker, kommt mit mir. Wird das Böse vertreiben. Ja, also zum Bewegen werden die WASD-Tasten verwendet. Ach nee. Also, was ich eigentlich sagen wollte, bevor sich hier dieses blöde System wieder dazwischen geklemmt hat. Ich fand es jetzt seltsam, dass die Auflösung von dem Video so schlecht war, obwohl alles hier auf hoch eingestellt ist. Ich meine, von so einem Spiel, da weiß man natürlich nie... Ah, ich kann auch zoomen, sehr schön. Da weiß man natürlich nie... Ich dachte gerade, ich kann jetzt mit dem irgendwas machen, weil ich den ja... Es muss eine... Ach so, nee, ich wollte ihn aber nicht bekämpfen oder so. Springen kann ich auch, das ist schon mal gut. Zeigt aktuelle Questziele an. F drücken, mit Lieutenant sprechen. Das machen wir auch gleich. Aber das Video an sich, also vom Inhalt her, muss ich sagen, war jetzt schon sehr, sehr interessant. Und ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich jetzt nicht eine Assassine oder so gewählt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Ich soll mich ja angeblich auch teleportieren können, glaube ich, als Magierin. Aber die sich so teleportiert hat, die ihn da am Ende noch das Schwert reingerammt hat, die würde ich jetzt auch gerne mal spielen, so nachdem ich den Anfang jetzt gesehen habe. Ah, ihr könnt also immer noch laufen. Ihr wart übel zugerichtet, als wir euch an der Front geborgen haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass unerfahrene Abenteurer sich freiwillig für diesen Kampf melden. Doch eins steht fest. Wir können hier jedwede Hilfe gebrauchen. Dieser vermaledeite Drachenlich hat bereits einen hohen Blutzoll unter meinen Männern gefordert. Die Protectors Enclave braucht Verstärkung. Kämpft euch zur Brücke des schlafenden Drachen durch. Wenn ihr unterwegs auf einen imposanten Tiefling trefft, dann habt ihr Markus gefunden. Tut, was ihr könnt, um ihm zu helfen. Doch bevor ihr aufbrecht...
solltet ihr euch für den bevorstehenden Kampf bewaffnen. Ja, was ich jetzt aber nicht so nett fand, warum sagt er, dass ich eine unerfahrene Kämpferin bin? Hallo? Ich meine, ich habe bei Teso schon alles mit zwei Charakteren komplett durchgespielt. Und bei diversen anderen Spielen auch. Unerfahren ist anders, ne? So, Beute. Das kann ich wahrscheinlich jetzt alles aufnehmen, denke ich mal. Ja, aufnehmen alles. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Ich weiß noch nicht mal, wie ich es öffnen kann. Die öffnet das Inventar. Gegenstände können per Doppelklick angelegt werden. Mit der F2-Taste kann zwischen den Modi für Mauszeiger und Maussteuerung gewechselt werden. Was ist denn eine Maussteuerung? Ach so, mit der F2-Taste? Okay, na gut. Was haben wir denn hier noch? Angepasste Robe. Das ist schon mal schön. Abenteuerbelohnung. Kann nicht angelegt werden, ja. Was kann ich damit machen? Öffnen? Auch nicht. Kann nicht angelegt und verwendet werden. Und warum kann ich es dann nehmen? Achso, erfordert Stufe 5. Okay. Doppelklicken zum Ausrüsten anwenden. Fernkampfwaffe. Keine Ahnung. Ich klick's mal einfach an. Ich weiß ja nicht, was das sein soll. Hier muss ich auch... Lagerfeuer sind Ruhezonen, in denen sich nicht im Kampf befindliche Abenteurer heilen können. Ah. Okay, hier kann ich mich also heilen. Kann ich auch... Seid vorsichtig! Das ist ja cool. Ich kann mich sogar teleportieren. Oh. Mit jedem Stapel wird der arkane Schaden erhöht. Das ist ja cool. Okay, ich sag schon gar nichts mehr. In einer beliebigen Richtung kann Angriffen von Feinden ausgewichen werden. Bei nasser Ausdauer kann nicht teleportiert werden. Hier soll ich dann wahrscheinlich nicht durch, oder kann ich hier was... Boah, es ist ja mit der Ausdauer, es ist ja krass. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Wo muss ich denn hin? Achso, ich habe doch gerade noch... Da. Ach, da kann ich drüber springen. Ah. Okay. Okay, also ich kann so langsam verstehen, was mein Ex meinte mit, es gefällt ihm nicht so gut. Auf Kälte basierende Kräfte stapeln sich beim Ziel. Dabei verringert sich mit jedem Treffer die Bewegungsfreiheit des Ziels. Keine Ahnung, warum ich jetzt die Kugel immer habe. Ich habe ja eben irgendwas ausgerüstet, aber das ist eine Wache. Müssen wir denen auch helfen? Ne, wir müssen rein, ne? Eieieiei, okay. Ah, gut, wir können hier jede Hilfe gebrauchen. Hör zu, wir bereiten einen Vorstoß auf die Brücke vor, um uns den Soldaten anzuschließen, die dort die Stellung halten. Und dabei ist höchste Eile geboten, denn der Drachenlich könnte jederzeit zurückkehren. Die Zeit ist gekommen, dieses Ungetüm zu vernichten! Wir müssen seine Seele binden, bevor er sich wieder erhebt. Schnell, folgt mir! Wo ist der denn hin?
Er sagt, folgt mir und dann weiß ich nicht, wo er hingelaufen ist. Aber ich kann jetzt keine normalen Angriffe machen mit 1, 2, 3. Nö, ich kann irgendwie nur draufdrücken. Keine Ahnung. Schützt mich, während ich das Ritual durchführe. Ja, wie denn? Ja, was tue ich denn hier gerade? Ich sehe noch nicht mal, wie viel Leben ich habe. Wir haben es fast geschafft. Wo sehe ich denn mein Leben? Damit ich weiß, ob ich mich heilen muss. Obwohl ich ja gar nicht weiß, wie ich mich überhaupt heilen kann, aber... Also wenn die das schon so machen, dann könnten die zumindest eine kleine Einführung machen. Okay. Wir wollen zur Stadt vorstoßen. Ihr habt bei der Abwehr der Untoten gute Arbeit geleistet. Wir werden hier die Stellung halten, während wir uns um die Verwundeten kümmern. Ich fürchte, dass es auf der Brücke schlimmer aussieht. Eure Hilfe wäre dort sicher sehr willkommen. Meldet euch bei Feldwebel Nox, sobald ihr die Brücke überquert habt. Okay. Kann ich hier irgendwas einsammeln? Kann ich da rein? Nee, schade. Okay. Ja, abgesehen davon, dass ich jetzt hier irgendwelche nervigen Sachen habe, kann ich das nicht kleiner machen oder so? Standard... Ich kann es kleiner machen, aber ich kann es jetzt nicht wirklich ausschalten, damit das hier... Also bei Teso ist das immer so schön, da kann man das nach links wegschalten. Naja, gut. Bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Steuerung noch ein bisschen holprig. Naja, gut, die Grafik, da habe ich jetzt sowieso keine allzu großen Erwartungen dran gehabt. Es ist sehr viel besser, muss ich dazu sagen, als ich gedacht hatte. Aber ist jetzt natürlich nicht so der Oberburner, also das Spiel grafisch. Da ist man ja schon richtig verwöhnt, wenn man halt eben so Sachen wie World War Z spielt oder Predator, Teso. Ja, das sind halt auch ganz andere Engines, soweit ich weiß. Ne? Und aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht, ob ich ein Let's Play davon machen werde. Ich werde jetzt erstmal ein Angespielt machen. Ich denke mal so von 3 Folgen ungefähr. Und dann werde ich selber mal ja, in mich gehen und sagen, möchtest du das jetzt weiterspielen oder möchtest du das nicht weiterspielen? Es wäre halt ganz schön, wenn man mal eine Anleitung bekäme von Anfang an, wie man spielt. Also ich kenne es nur, dass man die Tasten 1 bis 5 zum Beispiel benutzen kann, um zu kämpfen. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Kann natürlich auch sein, weil ich jetzt auch gar keine Angriffe habe oder so. Das weiß ich ja alles nicht. Da müssten wir dann auf jeden Fall mal schauen. Ich sehe gerade auf Q ist irgendwas mit Abwehren. Magisches Geschoss. Ja, aber wann ich das drücken kann? Rechtsklicken, um neue Kraft zu gewinnen. Ja. Keine Ahnung. Also da müsste ich mich noch ein bisschen erkundigen oder falls ich nichts finde, einfach ein bisschen weiterspielen. Vielleicht kann ich wirklich nur die leichten Angriffe machen. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Werden wir dann auf jeden Fall mal schauen. Die Leute im Hintergrund sind irgendwie ein bisschen laut. Ich glaube, die wollen mich gar nicht hier haben. Ja, die Brücke werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge erreichen. Und
ich hoffe, dass wir uns dann auch wiedersehen. Bis dann. Ciao.